hier Dr. Bauer mit dem Carbolution-Vlog. Themen aus dem Carbolution-Kosmos und rund um Forschungschemikalien. Heute mit dem Thema Carbolution und Reklamation. Bei kleinen Unternehmen wird sehr genau hingeguckt, wenn es um die Produktqualität geht. Insbesondere, wenn man, wie wir, die Produkte überwiegend aus Fernost bezieht. Wenn ihr bei unseren großen Wettbewerbern nicht zufrieden seid mit der Qualität, wenn ihr ein weißes Pulver erwartet, kriegt aber einen schwarzen Schleim, dann wird reklamiert und dann wird das aber in der Regel als Ausrutscher abgetan und bis zur nächsten Bestellung habt ihr das wieder vergessen. Wenn das bei uns passiert, ist es anders. Bei uns gibt es kein solch großes Vertrauen in die Unternehmenskultur. Da müssen wir damit rechnen, dass wenn ihr einmal unzufrieden seid, dass wir euch im schlimmsten Fall sogar als Kunden verlieren. Und so wird aus einem einmaligen Ausrutscher schnell ein Riesenproblem für uns. Und deshalb will ich da ganz offen sein. Ich weiß nicht, wo die Reklamationsquote der anderen liegt. Bei uns liegt sie so zwischen 1 und 2 Promille. Das heißt, alle 500 oder 1000 Bestellungen ist eine Bestellung dabei, in der ein Produkt drin ist, das nicht so ist, wie ihr euch das vorstellt. Das ist, glaube ich, eine relativ geringe Quote. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für jeden Einzelfall sehr ärgerlich und wir werden tun, was wir können, um diese Fälle auch noch wegzukriegen. Was sind das für Reklamationen, die ihr habt? In einem Fall der letzten beiden war es so, dass ein Gehalt im Zehntelprozentbereich abgewichen hat von dem, was wir versprochen haben. Das ist natürlich nicht akzeptabel. Und dass es in einem Produkt eine Färbung gegeben hat, die da nicht hingehört hat und eine Reaktion hinterher, die nicht das geliefert hat, was sie hätte liefern sollen. Unser oberstes Gebot ist dort die Kulanz. Wir werden immer erstmal schauen, dass wir euch das Produkt umtauschen, ersetzen, wenn das nicht möglich ist, das Produkt zurücknehmen und euch das Geld zurückzuerstatten. Dann klären wir die Sache mit unserem Lieferanten und schauen, was da schiefgelaufen ist. Aber zuerst schauen wir, dass bei euch alles im Lot ist. Aber dazu müsst ihr euch melden. Ihr müsst Bescheid sagen, wenn irgendwas nicht so ist, wie ihr es euch vorstellt. Ruft an, schreibt eine Mail, kontaktiert uns sonst irgendwie, aber sagt bitte Bescheid, wenn ihr auch nur das leiseste Gefühl habt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Schreibt uns auch, wenn die Reinheit vielleicht unseren Spezifikationen entspricht, aber für eure Anwendung nicht gut genug ist. Emil aus Kaiserslautern, liebe Grüße an der Stelle, hat uns zum Beispiel gerade geschrieben, dass das Natrium-Tetraphenylborat, das er bei uns gekauft hat, zwar so sauber war, wie es sauber sein sollte, aber für seine Anwendung nicht gereicht hat. Bei der Gelegenheit hat er gerade eine Reinigungsmethode entwickelt und uns mitgeteilt, bei Bedarf kann ich die gerne weitergeben. Wesentlich besser als die Reklamationsquote ist die Quote für positives Feedback, wenn ihr zufrieden seid und uns Nachrichten schickt. Das freut uns natürlich immer sehr, insbesondere wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis für euch in Ordnung ist. Denn das ist genau das, was wir wollen. Und damit sage ich ciao, man sieht sich und viva la Carbolution.